Etwas später. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Das ist wahrscheinlich die Handschrift jetzt, ne? Ja. Und damit dann jetzt, genau. Sehr so? Gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Hast du das jetzt gemacht? Ja. Ja. Okay, das heißt, wir können jetzt, wo waren das nochmal? Ganz unten. In der Küche? Hier, ne? Ja. Andere Seite? Nee. Hier? Ja. Ah ja. Da rein? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine Anmeldung. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? Doch, jetzt willst du es gar nicht mal sehen. So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ich würde lieber erstmal sehen, wie das hier abläuft. Wobei, es wäre witziger, wenn wir einfach so reingehen. Ja, dann mach mal. Ja, okay. Es kann losgehen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss. Hallo, Gruppe. Ich bin Drogenfächer. Was machen wir? Sind wir einfach... Erstmal sind wir vielleicht mal ehrlich. Ja. Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Oh. Okay, alles klar. Zum Glück habe ich mir alles aufgeschrieben. Eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Mokka-Oktarin getumpft. Eierschale. Ich finde das Mokka geiler. Ja, dann mal nimm das. Mokka-Oktarin getupft. Mokka-Oktarin getupft. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Oha. Die sollten jetzt lieber gehen. Nein! Oh. Braucht die schon. Und nochmal rein da. Muss man mit dem Bienenmann nochmal versuchen? 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie. Ich habe es mir ja zum Glück aufgeschrieben. Ja, bitte. Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja. Darum bin ich hier. Darum bin ich hier. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir von oben nach unten. Ja? Ja. In Sportreihenfolge. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Das... Biene. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. So, das war immer Sport als erstes. Ich wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Als erstes. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Katze gewesen wäre? Rot. 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 So, so. Der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er Sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben Sie ihm nie verziehen. Seither zeigen Sie ihm Ihren Protest, indem Sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah. Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Wollen wir jetzt erstmal alle anderen durchmachen oder erstmal zum Bienenmann gehen? Ich glaube, wir gehen erstmal alle durch. Aber ich schreibe mir jetzt mal auf. Im Vater Imker. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was mache ich auch.
Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Bitte? Ja. Wie war gleichzeitig darum beide Schreibfertig, Johann? Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? So, dann machen wir jetzt Adrian. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal... Ach nee, warte mal! Was denn? Noch einmal? Na nee. Gut. Was machen wir jetzt? Warte mal. Die hat gerade beim Bienenmann nach einer Katze gefragt, aber sein Tier war ein Pony. Rote Katze war von Adrian. Ja, aber wir haben trotzdem die Heilung gekriegt. Dann frag mal nach Adrian jetzt. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer... Wurde immer als Zweites ausgewählt. Oder? Ja. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün, oder? Grün, ja. Grün. So. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Die Hilflosigkeit gegenüber den himmlischen Energien hat sie frustriert. Darum haben sie eine Kontrollpsychose entwickelt. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Okay, das heißt... Bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich er hat eine Kontrollpsychose. Das ist, ich habe das Gefühl, dass es quasi immer die Dings-Antwort ist. Die korrekte Antwort. Aber ich will sie trotzdem hören. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal. Warte mal, bevor du was machst. Es geht wahrscheinlich dann gar nicht um die Tiere von den jeweiligen, sondern halt immer nur um die Farbe und das Tier, egal wer. Weil gerade hatten wir rote Katze, grüner Hund. Wenn gleich nach Pferd gefragt wird, müssen wir es schwarz sagen. Okay. Ich würde trotzdem gerne einmal durchgehen. Jo. Trommelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Jetzt wäre cool, wenn ich sagen könnte, Trockelbecher. Trockelbecher ist 3. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Kommen wir zunächst. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Jetzt hätte ich mich sogar auch noch dran erinnert. Blau. Blau? Blau. So. Der Fall ist klar. Mit ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, sie sind geheilt. Sie können gehen. Wow. Er hat einfach nur Probleme mit der Spreche. Bist du noch da? Ja, und Sofakissen auf Kopf. Und Sofakissen. Gut. So. Darum ist. So, dann kommt jetzt Peter. Erzählen Sie doch bitte, was der... Ich bin ich. Erzählen Sie doch bitte... Vorletzter? Peter war 4. Also Vorletzter, ja. Ich wurde als Vorletzter... Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier... Gelb. Wenn es eine Ratte gewesen wäre? Wieso kann ich mir das merken? Gelb. Weiß ich nicht. Gelb. So. Der Fall ist klar. Sie leiden an einer manischen Depression. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. Ich guck, dass ich mir das auch noch mitschreibe. Harvey, ja. Bist du noch da? Ich schreibe auch mit. Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. So, und jetzt haben wir nur noch Hot. Alles klar. Das müsste dann ein schwarzes Pferd sein. Also ein schwarzes Pony. 30.000. Darum bin ich sehr... Ja, es ist das Einzige, was noch fehlt, ne? Wären Sie doch... Ja.
bin Hoti. Ich bin Hoti und das ist mein Zwillingsbruder Moti. Ah ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte. Letzter. Quarz, Pony. Ja. Ich wurde alt, kommen wir zu... Was für ein... Quarz. Schwarz. Schwarz. So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden sehr darunter, dass Sie untrennbar an Ihren siamesischen Zwilling gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht Sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte Sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Ich hoffe, dass wir das nicht, gleich nicht alles machen müssen. So, dann sind wir jetzt noch bei Edna Konrad. Da wollen wir erstmal das letzte wären benutzen. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzutragen. Was denn? Mir egal. Mach mal, Edna. Mach mal Flatulabuselgarn. Erzählen Sie. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Den Kühlschrank? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? Das? Mokka-Oktarin getupft. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir, wenn Sie nicht mit... Die sollten... Mano. Aber wir haben es versucht. 30.000. Darum ist... Wären Sie... Was denn? Versuchen wir es nochmal mit Edna Konrad. Ich? Ja, ich... Erzählen Sie... Sie wurde im Keller eingesperrt. Ich im Keller... Kommen wir zu... Was für eine... Eierschale. Muss ja. Ja. Eierschale? Eierschale. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Ist die Frage, liegt es an der Farbe? Die schon. Die Farbe haben wir jetzt beide durch. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt einfach irgendeine andere Farbe. Sehr aber ja, bitte, wollen Sie... Da ist... Ja, ich hätte es... Oder ich hätte es einfach gesagt, das mit dem mit den Kühlschränken. Was denn? Ich? Ja, ich erzähl... Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Den kommen wir zunächst. Was für eine... Der Dorsch kommt dann automatisch als Frage. Ja. Ich glaube, dass wir Keller machen müssen und dann blau, weil Harvey blau ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Eierschale? Der Fall ist jetzt weg. Wären Sie was denn? Nachts im Keller. Blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Dann hat es einfach nichts zu bedeuten. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Kann sein. Ich bitte es einmal Unterschrift fälschen von der Speisekarte. Ja. Ach, komm schon. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Und wie konntest du dann wissen, dass das... Nevermind. So, wir haben die Barmann-Unterschrift. Die können wir jetzt dann wieder kombinieren mit der... Was soll ich schreiben? XXX. Okay. Es wüsste ich zu gerne, wenn wir das andere drauf geschrieben hätten. Fuck, wir müssen zum Barmann. Oh oh. Ja. Ich bin. Wären wir doch auch so hingekommen. Alarm! Ja und, aber es ist so schneller. So.
Ja, dann bestellen wir doch mal. Jo. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Ah ja. Okay. Und kannst du mit dem Fass noch irgendwas machen? Die stelle ich bestimmt nicht wieder zurück. Nö. Okay. Okay, aber damit können wir jetzt zu dem Kollegen Toni gehen. Aber vorher gucke ich einmal nach, ob uns jetzt die Therapiesitzung geholfen hat. So, wie? Glaube nicht. Müssen wir gleich rausfinden. Ah, guck mal. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was? Lüge. Ha. Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Lüge. Nein, so ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Ja, aber er hatte keinen Hund. Er hatte keinen Hund. Er hat eine Katze. Und die war rot. Okay, dann gibt es zwei. Entweder sagen wir jetzt grüner Hund oder rot. Wir bleiben bei rot, weil er war ja rot. Ja. Rot. Ja. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf. Oder Zahn. Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Schön, dass ihr auch sagt, King und nicht Queen. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Königin des Aufenthaltsraumes. Okay. Wir brauchen immer noch Ton. Aber wir können die Schaufel jetzt dem... Ja, können wir machen. Das heißt, wir müssen einmal... nach unten. Aber ich würde gerne vorher erstmal kurz zum Bienenmann. Weil... wir wissen ja, was ist über ihn. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig, wie du willst. Ach, Manu. Ich dachte, geh mal kurz nochmal zurück. Wenn du dir den Bienenmann anguckst, dann sind ja oben die zwei Punkte die Augen, ne? Ja. Ich dachte, die Brille wären seine Augen.
Hallo, Fremde. Ich rede nicht mit Männern im Bienenkostüm. Dann schwinge deine Stimmbänder wohl nur aus Langeweile, hm? Ups. Der war gut. So, ist einmal nochmal quer durch den Wäschelift. Da kommt der nächste Ausgang. Wir müssen aber noch einen zweiten. Und los geht's. Ja stimmt, wir müssen den Schlüssel ja nicht klauen, wir brauchen ja nur einen Abdruck. Wir brauchen nur den Ton. Ja. Und dann zum Ofen. Da kommt der nächste Ausgang. Das heißt... Nee, links rein. Ja, Ofen. Leiter. Schaufel. Mit Loch. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Mühe. Und das war's? Können wir jetzt mit ihm reden? Hallo. Bist du noch da unten? Hallo. Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Gehen wir einmal die Leiter hoch und wieder runter. Das war gerade auch mein Gedankengang. Ach, guck mal an. Zack. So. Einmal Schlüsselabdruck holen. Yep. Ich will eine Schnellreisefunktion. Doch wahr. Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Cool, jetzt habe ich Matsch. Ganz gut, dass es auf der Toilette war. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Natürlich. Wir müssen zum Ofen. Ja. Da lang. Wie viele Zwischenschritte wollen Sie machen? Ja. Okay. Dann die Medaille dazu. Dazu müsste ich sie wohl erst einmal wieder rausbekommen. Was? Das sollte klappen. Und das ist kombinieren? Gold wäre das ideale Material, um den Schlüssel zu gießen. Aber wie bekomme ich die Medaille flüssig? Ich hab's. Du musst so lange an den Enden ziehen, bis sie in der Mitte ausleiert. Ja. Oder ich suche ein passendes Gefäß für einen Ofen. Ich mag meine Idee. Sie ist einfach und beinhaltet rohe Gewalt. Vielleicht reicht die Temperatur tatsächlich aus, um das Gold zu schmelzen. Aber wenn ich es einfach so da reinwerfe, dann ist es futsch. Die ist schon fertig gebacken. Was? Gold wäre... Aber ich... Du musst... Was haben wir denn noch so? Haben wir ein Gefäß vielleicht? Ich wüsste nicht was. Die Wartungskontrollen, die damit besser aufmachen können? Nein. Hä? Wir haben eine ausgebackene Form. Was ist denn noch so? Wir brauchen einen Aschebecher. Wir können keinen Aschebecher mitnehmen.
Wo haben wir denn Aschenbecher? Wir haben ein... Wir haben Aschenbecher hinten bei der Bar und wir haben einen Aschenbecher beim... Ah ne, das ist falsch. Hier war das, ne? Ja. Ne, Kleiderbügel. Mann, da. Das sieht gefährlich aus. Egal. Ja, komm, mach. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja, am nächsten ist jetzt der vom Professor, da, ne? Da kommt der nächste Ausgang. Das ist zumindest klug, ja. Also einmal quer hier durch. Und da ist die Goldmedaille rein, weil ansonsten können wir den, glaube ich, nicht mitnehmen. Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Ja, warte, dann... Es könnte auch eine Krone sein. Eine Zahnkrone für Nilpferde vielleicht. Wir haben noch einen zweiten Aschenbecher und der ist hinten beim... Der Bar. Genau. Die war hier, ne? Mhm. Ja. Ganz rechts. Ja. Ich hab's. Die Medaille. Ja. Die Medaille! Und dann könnten wir... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Hä? Können wir uns einen Becher nehmen von dem Mülleimer vom Bachmann? Niemals. Wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Ich will nicht gleich alles nehmen. Warum können wir hier das Fingerfood? Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Einer von diesen Tellern ist wohl der Teller mit dem Trinkgeld für die Klofrau. Aber welcher? Ich glaube einfach nur, damit wir Gags hören können. Ja. Achso, mein Tipp wäre jetzt das mit den Bechern, weil warum könnten wir ansonsten die Becher nehmen? Ja, aber wird ja keinen Sinn machen, weil die würden ja sofort zerfallen bei der Hitze. Ich meine, es ist ein Versuch wert. Ja, kannst du gerne versuchen, aber... Das Nervige ist ja immer, dass man dann nochmal zweimal durch den Wäschelift muss. Ja. Hier wäre es schöner, dass man direkt auswählen könnte, wohin man will. Da kommt der nächste Ausgang. Oder ist hier vielleicht was? Und auf der du? Etage? Das kam jetzt ein Ticken zu spät. Aber ich wüsste nicht was. Da kommt der nächste Ausgang. Oder ist hier noch irgendwas? Hier war auch nichts, ne? In der Küche vielleicht? Da ein Topf! Wow! Der kommt mit! So dumm! Weißt du, wir denken an Becher, Aschenbecher, aber nicht an den Topf. Oh wow! Ich würde erst die Münze reinlegen, ja, vielleicht. Gleich rausfinden. Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Aber etwas fehlt. Schade. Okay. Woo! Den Topflappen. Das sollte klappen. Und das jetzt da rein. Da rein. Okay. Bam. Und das jetzt unter Wasser halten, damit es abkühlt. Also einmal in die Spüle.
Deswegen gibt es hier auch eine Spüle. Wetten wir? Ja. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Und wahrscheinlich die komplette Bude eigentlich hier unter Volldampf gestellt. Ja. Yippie! Ich habe es geschafft! Mein eigener Generalschlüssel! Dann können wir direkt da rechts reingehen. Ja, das können wir gleich direkt mal testen, ob das funktioniert. Jetzt bricht ja. er ab. Nein! Gut. Besser ist auch. Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Wir sind draußen. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Oh. Lauf schneller! Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und Boah. Wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um nächstes Mal weiterzumachen, wenn es wieder heißt, Edna bricht aus mit Michael Werner und mir. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.